Die WoW Late Night präsentiert euch die besten Netherstoff-Farm-Spots. Bevor es losgeht, muss ich noch was loswerden. Ich werde euch in diesem Video nicht mit einem x-beliebigen Charakter die besten und schnellsten Farm-Spots zeigen, da jede Person eine andere Klasse spielt und nicht jeder die Zeit hat, sich mehrere Twinks hochzuspielen und diesen voll auszustatten, um mit max DPS in kürzester Zeit einen Spot abzuarbeiten, welcher bestenfalls für zwei Klassen ausgelegt ist. Stattdessen werde ich es genauso handhaben wie mit meinen Aldor und Zaya Guides. In diesem Video präsentiere ich euch also die wichtigsten Spots mit den höchsten Dropchancen für Netherstoff. Die Dropchance ist aus Wowhead entnommen und zu jeder Zone und Mobgruppe findet ihr im Video auch nochmal die prozentuale Dropchance. In der Videobeschreibung findet ihr wie immer meine Quellen und weiterführende Links zu nützlichen Videos. Without further ado, let's get started. Höllenfeuer Halbinsel. Die erste Zone auf der Liste ist die Höllenfeuer Halbinsel. Der erste Spot, den ihr euch angucken könnt, ist die Teufelsfunkenklamm und der Pfad der Pein, jeweils nördlich und südlich der Hauptstraße. Die Höllen- und Flammenwichtel haben eine Möglichkeit, Netherstoff zu droppen. Obwohl die Wichtel von anderen Dämonen umgeben sind, lohnt sich dieser Spot trotzdem vor allem dann, wenn ihr euren Charakter frisch auf Stufe 70 levelt, da ihr mehr als einmal vorbeikommen müsst. Der nächste Spot ist das Konstruktionslager Zorn und das Konstruktionslager Mageddon, unterhalb vom Thron von Kil'jaeden. Hier könnt ihr die meisten Dämonen, aber vor allem die Legionäre der Konstruktionslager und die Schwestern des Leids umhauen, um an Netherstoff ranzukommen. Relativ zentral in der Höllenfeuer-Halbinsel befinden sich verschiedene Camps mit Orks. Die dort stationierten Orks und Akolyten haben ebenfalls eine Möglichkeit, Netherstoff zu droppen. Der letzte Spot ist der Posten der Magar, nordöstlich vom Tempel von Tel'Hamad. Die Magar-Orks, die hier stationiert sind, haben eine Möglichkeit von ca. 51% Netherstoff zu droppen. Wälder von Teruka. Der erste Spot, den ihr euch angucken könnt, ist die Hügelwand, ganz im Nordwesten von den Wäldern von Teruka über Shadrad. Genau wie im Runenstoff-Video gibt es auch hier verschiedene Oger, die Netherstoff droppen können. Südwestlich der Wälder von Teruka, oberhalb der Auchenei, befinden sich einige Mobs, die ebenfalls Netherstoff droppen können. Falls ihr sowieso hier unterwegs seid, schaut auch bei der herrenlosen Karawane vorbei und tötet die rachsüchtigen Verblichenen. Wenn ihr die beiden Spots kombiniert, solltet ihr ganz gute Ergebnisse hinsichtlich Netherstoff-Drops erzielen. Der letzte Spot ist das Grangolvar Village, nördlich der Knochenwüste. Euer primäres Ziel hier sind die schattenhaften Beschwörer. Jedoch könnt ihr ruhig alle anderen Mobs weghauen, da hier viele Humanoide stationiert sind und die meisten Humanoide in WoW grundsätzlich eine Chance haben, verschiedene Stoffe zu droppen. Nagrand. Der erste Spot sind die Ruinen des lachenden Schädels. Ich glaube, langsam sollte euch ein wiederkehrendes Motiv auffallen, da ihr hier erneut Ogre umhauen könnt für Netherstoff. Der nächste Spot ist der Sonnenwindposten östlich von Halar. Die verschiedenen Mobs der Finsterblut haben alle eine Möglichkeit, Netherstoff zu droppen. Seid jedoch etwas vorsichtig beim Farmen, da hier sowohl Millie als auch Caster-Mobs gerne in Gruppen unterwegs sind. Südwestlich von Nagrand befindet sich Oshogun. Um diese riesige Kuppel herum befinden sich verschiedene Räuber und Arkanisten der Verani, die allesamt Netherstoff droppen können. Außerdem könnt ihr auch die Ausgeboten der Leere mitnehmen, da auch diese Netherstoff droppen können. Falls ihr schnell seid und alle Arkanisten und Räuber um und außerhalb der Kuppel erledigt habt, könnt ihr innerhalb der Kuppel auch Terrorwachen vorfinden, die ebenfalls Stoffe droppen können. Der letzte Spot in Nagrand befindet sich ganz im Südosten, die Festung Kilsorge. Hier könnt ihr gefühlt das komplette Lager ausrotten, da beinahe alle hier stationierten Orks eine Möglichkeit haben, Netherstoff zu droppen. Schergrad. Vom Süden Schergrads, ab der Drenethist-Mine, bis hoch zur Wehr der Speerspießer und weiter nördlich in Richtung Dolchrachenklamm und nordwestlich der Todesschwelle könnt ihr zahllose Oger abfarmen, da alle Netherstoff droppen können. Zwar ist die Dropperate nicht immer mega optimal bei einzelnen Mobs, aber die Tatsache, dass bei den genannten Spots so unglaublich viele Oger herumlaufen, erleichtert nicht nur das Farmen an sich,
Allein aufgrund der Größe solltet ihr hier in aller Ruhe Oger umkloppen können, ohne dass euch andere in die Quere kommen. Der nächste Spot auf der Liste ist Razans Landeplatz, westlich vom Konstruktionslager Groll. Da euch einige Quests an diesen Spot hinführen sollten, lohnt sich diese Stelle generell. Ihr solltet jedoch etwas vorsichtig bei der Vorgehensweise sein, da im Camp viele Mobs patrouillieren und sie gerne in Zweiergruppen herumlaufen. Die Mobs der Wurmschädel sind über drei Spots verteilt. Beginnt euren Grind um den Ruanwald herum und macht euch langsam auf den Weg in Richtung Tunnel des Wurmschädels. Im Tunnel werden euch weitere Agenten des Wurmschädels begegnen. Sobald ihr euch durch den Tunnel gekämpft habt, folgt der Straße weiter Richtung Pechschwingenkurven, das sich im Nordwesten befindet, unterhalb des Rabenwaldes. Spot Nummer 4 auf der Liste sind Greshnad im Nordwesten. Hare Krishna ist der Krishna, der beste Krishna. Und Vekkar ganz in der Ecke im Südosten. Haut für den Netherstoff einfach die umherlaufenden Rabenmobs weg. Seid jedoch wie immer auf der Hut, da einige Mobs in Gruppen unterwegs sind. Die letzten beiden Spots sind das Konstruktionslager Groll und die Schwelle des Todes. Hier könnt ihr die meisten Techniker und Dämonen umhauen. Neben Netherstoff könnt ihr auch so mitnehmen bei Male farmen, falls ihr euren Ruf bei der Aldor erhöhen wollt. Klickt einfach auf das i hier im Video für meinen Aldor-Rufguide oder schaut in die Videobeschreibung. Nethersturm. Im Nethersturm angekommen, solltet ihr als allererstes alle Mana-Schmieden abklappern. Die stationierten Blutelfen des Sonnenzorns droppen Netherstoff und Siegel des Sonnenzorns, die ihr benutzen könnt, um euren Ruf bei der Sea zu pushen. Die immense Anzahl der Mobs machen die Spots um die Mana-Schmieden auch eine relativ gute Gelegenheit, in aller Ruhe Netherstoff zu farmen. So könnt ihr von Spot zu Spot springen und sobald ihr mit der letzten Mana-Schmiede durch seid, haben sich die Mobs von der ersten Mana-Schmiede wieder resettet. An der Mana-Schmiede Ultris begegnen euch jedoch nicht Blutelfen, sondern Astraleum-Mobs. Wer im Nethersturm einige Quests erledigen musste, dem sollten die Ruinen von Enkard bekannt vorkommen, da man hier eine Begleitquest erledigen muss. Dieser Spot sollte daher mit etwas Vorsicht genossen werden, da viele Spieler hier vorbeikommen, um ihre Quests abzuschließen. Jedoch könnt ihr auch den anderen Spielern helfen und sie fragen, ob ihr im Gegenzug den Netherstoff behalten dürft. Um die Ruinen von Arklund bis zu den Rändern von Area 52 und hoch bis zu den Ruinen von Enkard herum laufen verschiedene schiefe Hautschinder herum, die auch eine Möglichkeit bieten, Netherstoff zu droppen. Ganz in der Ecke im Südosten befindet sich das Kedinwar Village mit abtrünnigen Geistern der Kirin Tor. Dieser Spot eignet sich ganz besonders für eure Netherstofffarm, aber Erfahrung zeigt, dass ihr hier meist oft nicht alleine seid und sowohl SpielerInnen der Allianz als auch der Horde sehr oft vorbeikommen. Ein Spot möchte ich noch erwähnen, und zwar der Hügel südöstlich der Mana-Schmiede Benar. Dort könnt ihr die Zaxis-Räuber umhauen. Neben Zaxis-Insignien, die ihr für diverse Quests eintauschen könnt, droppen diese Räuber auch Netherstoff. Jedoch ist wie immer Vorsicht geboten, da die Zaxis gerne in Gruppen herumlaufen. Schattenmondtal. Der erste Spot im Schattenmondtal ist die Festung des Drachenmals. Hier könnt ihr eigentlich alle Orks umklatschen, da so gut wie alle Mobs hier Netherstoff droppen. SpielerInnen, die die Questreihe rund um den Netherdrachen erledigen, sollten hier öfter zurückkehren. Ihr solltet also immer Ausschau halten und eure Hilfe im Gegenzug für Netherstoff anbieten. Auf der Netherschwingenscherbe könnt ihr noch die Ahnen und Peons des Drachenmals für Netherstoff umklatschen. Am Schwarzen Tempel, an der Terrasse von Atamal, könnt ihr die dort stationierten Ork-Krieger und Hexenmeister töten, um Netherstoff zu erbeuten. Mehr Dämonen und Orks, die Netherstoff bei sich tragen, findet ihr an und in der Todesschmiede im Zentrum vom Schattenmondtal. Ihr solltet nur darauf aufpassen, dass ihr aufgrund engerer Passagen nicht mehr Mobs pullt, als ihr handeln könnt. Relativ zentral, westlich vom Schwarzen Tempel, findet ihr an den Ruinen von Baari neben einigen Illidari-Aufsehern fast nur Abtrünnige der Aschenzungen. Sowohl die Aufseher als auch die Abtrünnigen droppen Netherstoff. Weitere Dämonen und Diener der Illidari, die ebenfalls Netherstoff droppen können, findet ihr im Südosten am Illidari Point. Zum Schluss noch eine Honorable Mention. Ihr könnt weit im Norden an der zerschlagenen Weite die gefräßigen Schinde abklappern. Falls ihr die Attunement Questreihe für die Festung der Stürme erledigt, kommt ihr sowieso an diesen Spot vorbei. Daher lohnt es sich hier vorbeizugucken und die Schinde zusätzlich umzukloppen.
Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Falls ihr weitere Farmspots kennt, die hier nicht von mir erwähnt wurden, haut sie doch ruhig in die Kommentare. In der Videobeschreibung findet ihr wie immer meine Quellen und weiterführende Links zu nützlichen Videos. Ich wünsche euch noch viel Spaß in der World of Warcraft The Burning Crusade Classic. I'll see you guys next time.